Frühling. Die Tage werden länger. Die Natur erwacht. Osterglocken blühen. Moment mal, Ostern? Da war doch was. Richtig, es ist Zeit für den Reifenwechsel. Bei steigenden Sprit- und Energiepreisen ist der Wunsch groß, wenigstens bei den Reifen zu sparen. Deswegen hat das Testteam von ACE, Arbö und GTÜ beim Sommerreifentest 2024 neben Premium-Marken wie Continental und Goodyear auch günstigere Reifen von Austone und Milestone aufgenommen. Insgesamt sind 10 Reifen der Dimension 225-45R17 für Kompaktwagen im Test. Wir starten direkt mit der Situation, die im Alltag am gefährlichsten ist: Fahrt auf nasser Fahrbahn. Wie reagieren die Reifen bei Nässe in der Kurve? Wer hält die Spur? Neben den Messwerten sind auf dem Rundkurs auch die subjektiven Eindrücke der Testfahrer entscheidend. Beim Handling nass überzeugen Continental, Maxxis und Wredestein. Verlierer sind in dieser Kategorie Austone, Milestone und Berlin. Das Urteil unseres Subjektivfahrers Henning Renner ist eindeutig. Diese Reifen können in einer Notsituation ein Sicherheitsrisiko für Normalfahrer darstellen. Technik kontrollieren, Reifen wechseln und schon geht es wieder auf die Piste. Jetzt hat sich auf der Fahrbahn ein gefährlicher Wasserfilm gebildet, Aquaplaning. Eine Situation, in der viele den Kontrollverlust über ihr Auto befürchten. Wie verhalten sich die Reifen hier? Das Testfeld geht erneut deutlich auseinander. Wredestein führt, Berlin liegt hinten. Die Königsdisziplin ist das Bremsen bei Nässe. Was nützt die beste Reaktionszeit, wenn der Bremsweg zu lang ist? Im Test zeigen sich eklatante Unterschiede. Während der Continental schon nach 27 Metern zum Stehen kommt, gelingt das dem Austone erst nach über 31 Metern, eine Differenz von etwa einer Wagenlänge. In der Teildisziplin Sicherheit nass teilen sich Continental und Wredestein den ersten Platz, gefolgt von Michelin. In Akkordarbeit werden die Reifen gewechselt, dann geht es wieder auf die Strecke. Diesmal bleibt die Fahrbahn trocken. Im Handling sind alle Reifen auf fast gleichem Niveau gut, lediglich der Berlin fällt leicht ab. Der Bremstest auf trockener Straße ähnelt sehr dem bei Nässe. Zwischen dem Continental und dem Austone liegt mit 4,5 Metern Abstand wieder eine komplette Wagenlänge. In der Teildisziplin trocken ist das Feld nah beieinander. Auf Platz 1 liegt Continental, Platz 2 teilen sich Michelin, Maxxis und Pirelli. In die Gesamtwertung zählen neben den Fahreigenschaften auch das Vorbeifahrgeräusch und der Rollwiderstand. Testsieger in der Gesamtwertung ist der Continental, dicht gefolgt von Wredestein. Platz 3 belegt Michelin. Nicht empfehlenswert ist Austone. Berlin und Milestone erhalten die Note bedingt empfehlenswert. Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind aber auch sie durchgefallen. Klar ist damit, wer bei Reifen spart, spart am falschen Ende.